Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Pokémon Purpur. Ihr habt es am Titel schon gesehen, heute geht es um die letzten drei Starter-Titan-Raids, die in den nächsten Wochen kommen werden. Und vor allen Dingen um die Frage, wann kommen endlich neue legendäre Raids in Pokémon Karmesin und Purpur. Wir hatten ja noch nicht einen legendären Raid. Ich hoffe, dass nach den letzten drei Startern endlich legendäre Raids kommen werden. Wenn ihr das nicht sehen wollt, kleine Spoilerwarnung. Ich meine, es ist schon relativ bekannt, welche drei Starter-Pokémon noch offen sind. Aber wenn ihr das noch nicht wisst und nicht wissen wollt und euch überraschen lassen wollt, seid ihr hiermit gewarnt worden. Spoilerwarnung. Zusätzlich zu den Starter-Pokémon gibt es ja noch ungefähr 10 Pokémon, die offen sind aus dem League. Das sind unter anderem die Hisui-Pokémon, die Paldea-Pokémon, unter anderem zum Beispiel das Voltoball, das Baldorfisch, das Sneebel, das zur Ruhe haben wir ja schon bekommen durch eine Eventverteilung, durch ein Geschenk. Das Fukano fehlt noch, Slimer, Mauzi, Dicta und Fleckmon, Kantotauros, Rokara, Damhirplex und Ursaluna, die Sichlor-Entwicklung. Im Prinzip alle Arceus-Pokémon fehlen hier noch. Die kommen alle noch rein. Aber fangen wir erstmal an mit den Starter-Pokémon. Ich gehe mal stark davon aus, dass das nächste Titan-Raid-Pokémon dieser Kollege hier sein wird. Gortrom. Wir haben als letztes Inteleon gehabt, beziehungsweise Inteleon läuft gerade noch. Ich denke mal, Gortrom kommt als nächstes. Libero haben wir auch schon. Wäre der letzte Starter von Schwertschild. Dann haben wir noch offen Phenexis und Brigaron. Phenexis freue ich mich extrem drauf. Da hätte ich auch Bock, den Shiny zu breeden. Der wird bestimmt noch kommen. Und wie gesagt, Brigaron. Ja, Brigaron, Admiral, diese ganzen Schwarz-Weiß-Pokémon gefallen mir gar nicht. Lasst mir gerne eure Meinung zu den Schwarz-Weiß-Startern da. Da gehen die Meinungen auseinander. Ich finde, Schwarz-Weiß-Starter sind die schlimmsten von allen. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Ich habe mir das Ganze mal ausgerechnet und wenn wir davon ausgehen, dass diese Woche noch Inteleon Raid sind, nächste Woche Gortrom, darauf die Woche Gortrom, dann zwei Wochenenden Phenexis oder wie heißt der Typ nochmal? Brigaron und dann nochmal zwei Wochen Phenexis oder Brigaron, dann wären wir Ende Juni endlich mit legendären Raids dran. Sowas wie Arceus wird es wahrscheinlich nicht als Anfang geben, aber sowas wie Mewtwo, Mew, so diese Standarddinger, Groudon, Kyogre. Gibt richtig viele geile legendäre Pokémon, die in Raids kommen würden. Und dann bin ich auch wieder richtig gespannt, wie arschschwer diese Titan-Raids werden. Die werden nämlich richtig schwer, glaube ich. Die Titan-legendären Raids, Junge, Junge, Level 100er Titan, legendäre Pokémon. Ja, ich freue mich nicht so drauf, aber irgendwie auch schon. Lasst mal gerne eure Meinung unten stehen. Glaubt ihr, das könnte stimmen, Ende Juni mit legendären Pokémon? Wenn ihr mal live dabei sein wollt, checkt gerne unten mal in der Videobeschreibung den Twitch-Link ab. Und dann würde ich sagen, lasst ein Follow da, ein Like auf dem Video und bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.